Herzlich willkommen zum nächsten Kapitel im Modul Nachhaltiges Bauen. Heute geht es um Schad- und Risikostoffe. Wo kommen sie im Gebäude vor? Worauf muss ich achten? Wie wird das bewertet? Und welchen Einfluss hat das Ganze auf die Bewertung der Nachhaltigkeit? Auch dazu steht Ihnen wieder das Skript im OLAT-Kurs zur Verfügung. Bevor wir einsteigen, müssen wir uns erstmal darüber unterhalten, was sind denn überhaupt Schadstoffe? Wo kommen Schadstoffe vor? Wie werden die klassifiziert? Unter Schadstoffen definiert man oder versteht man in der Umwelt vorhandene Stoffe oder Stoffgemische, die schädlich für Menschen, Tiere, Pflanzen oder andere Organismen sein können, sowie ganze Ökosysteme. Wobei da die Definition relativ schwierig ist, weil die Dosis das Gift macht. Das heißt, zu viel von irgendeinem beliebigen Stoff ist in der Regel auch schon wieder schädlich und gilt als Schadstoff. Aber das meinen wir nicht wirklich, wenn wir über Schadstoffe sprechen. Die bekanntesten Schadstoffe, die man so kennt, bei Bauprodukten sind zum Beispiel Asbest oder Formaldehyde, PCB, also polychlorierte Biphenyle, Weichmacher sind das in Lacken und so weiter, PCB. Also das sind Schadstoffe, die wir teilweise aus der Vergangenheit kennen. Und die hatten eben sehr weitreichende Schadensfälle und auch weitreichende Sanierungsmaßnahmen zufolge. Was versteht man jetzt unter Risiko? Das Risiko ist letzten Endes definiert aus dem Produkt zwischen von Schadstoff bzw. Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit. Das heißt, ich habe ein hohes Risiko, auch dann, wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit sehr gering ist, aber das Schadensausmaß gigantisch. Ein Beispiel dafür ist die Atomkraft. Also die Eintrittswahrscheinlichkeit ist durchaus gering, aber das Schadensausmaß umso größer. Risikostoffe sind daher Stoffe, durch deren Exposition die Gefahr einer gesundheitlichen Beeinträchtigung besteht. Und die Eintrittswahrscheinlichkeit ist abhängig von der Konzentration bzw. der Expositionsdauer des Stoffes, also wie lange bin ich diesen Stoffen ausgesetzt. Ein Beispiel dafür ist wiederum Lärm. Risikoabschätzungen existieren dabei für ungefähr 1200 Stoffe. Aber über 300.000 Baustoffe sind dabei am Markt und ca. 2,75 Millionen Chemikalien mit einer Produktionsmenge von jeweils über einer Tonne pro Jahr. Das heißt, ich habe letzten Endes ein Problem, das Risiko für alle Baustoffe richtig abschätzen zu können. Und die rechtliche Prüf- und Informationspflicht besteht dabei nur für ausgewählte spezielle Produkte. Das heißt, die Risikoabschätzung, die existiert für 1200 einzelne Stoffe zwar, aber was dabei nicht existiert, ist die Prüfung eines Effekts, wenn ich zwei von diesen Stoffen mische. Und erst recht trifft das natürlich auch zu, wenn ich zum Beispiel drei bekannte Stoffe mische. Dafür existiert sehr selten nur eine Risikoabschätzung. Was ist dadurch das Schutzziel? Das Schutzziel muss also sein, im Baubereich die Minimierung von schädlichen Einträgen in die Umwelt und die Sicherung der Gesundheit von Menschen, die Gebäude letzten Endes nutzen. Und daher gilt auch das Vorsorgeprinzip. Das heißt, Schad- und Risikostoffe sind über den gesamten Lebenszyklus tunlichst zu vermeiden. Wir haben dabei die Raumluftqualität als Zielgröße, also die Schad- und Risikostoffe in der Raumluft, in der ich mich aufhalte. Und dabei gelten noch weitere Einflussfaktoren als relevant, die Sie hier aufgelistet sehen. Besonders wichtig wird das Ganze vor dem Hintergrund, dass wir uns ja ungefähr 90% unserer Zeit in Gebäuden und in Räumen tatsächlich aufhalten. Als mögliche Stoffquellen in Innenräumen kommen daher in Frage ganz viele Produkte und Materialien, mit denen wir uns tagtäglich umgeben. Giftige Stoffe finden sich dabei in Farben, Lacken, Klebern, in Flamm- und Holzschutzmitteln oder auch in Weichmachern.
Manchmal ist aber auch das Material selbst gefährlich, wie zum Beispiel Asbest. Schadstoffquellen in Innenräumen kann daher unter Umständen auch sehr schwierig werden, da es für den Laien meist nicht ersichtlich ist, ob ein Material oder Produkt tatsächlich giftige Stoffe enthält und wenn, in welcher Menge. Und so kommen zum Beispiel auch gerade in Werkstoffen wie Holz, die als naturnah und umweltfreundlich gelten, tatsächlich oft Schadstoffquellen vor und kommen dann auch in Frage, vor allem in Holzprodukten. Besonders in modernen Gebäuden ist das ein Problem für uns, weil die Gebäudedichtigkeit sehr hoch ist. Das heißt, ein natürlicher Grundluftwechsel erreiche ich nicht mehr dadurch, dass die Gebäudeluft durchlässig von sich aus sind, sondern ich muss es tatsächlich manuell oder auch maschinell steuern. Und wir schauen uns jetzt im Folgenden an, in welchen Lebenszyklusphasen Schadstoffe damit ins Spiel kommen oder wo können Schad- und Risikostoffe auftreten, in welcher Lebenszyklusphase. Und da fangen wir ganz vorne an bei der Rohstoffgewinnung. Können auch Beeinträchtigungen entstehen, zum Beispiel in Form eines Abfallproduktes. So passiert es zum Beispiel bei der Gewinnung von Aluminiumoxid, dass da Rotschlamm entsteht, der ätzende Natronlauge oder giftige Schwermetalle enthält und weltweit teilweise in offenen Deponien gelagert oder in Flüsse abgeleitet wird. Ein Problem bei der Rohstoffgewinnung. Und wo kommt das Ganze vor? Das ist eben ganz schwer nachzuvollziehen, weil bei der Herstellung von Produkten teilweise sehr, sehr lange Prozessketten entstehen mit ganz vielen Rohstoffen, Nebenprodukten und Gefahren. Ein Beispiel dafür sind, wie hier dargestellt, zum Beispiel die Epoxidharze. Sie sehen hier so ganz grob zusammengefasst den Produktionsprozess, bis ich am Ende einen Epoxidharz rausbekomme. Ich habe eine ganz lange Prozesskette mit vielen Rohstoffen und auch Schad- und Gefahrstoffen, wie Sie hier sehen, Chlor, Benzol und so weiter. Ja. Wenn wir auf die nächste Lebenszyklusphase schauen, das wäre am Bau bzw. beim Einbau, dann werden in der Planung die Grundlagen dafür gelegt, dass ja welchen Einfluss oder ich kann den größten Einfluss in der Planungsphase legen, um schad- und risikoarm zu bauen. Ein Beispiel dafür. Statt einer großflächigen Verklebung von einem Bodenbelag kann ich ihn auch zum Beispiel als Bodenfliese einbringen. Dadurch entstehen weniger Emissionen während der Verlegung. Wir werden das gleich sehen, dass eben auch der Einbringprozess, der Verarbeitungsprozess relevant oder entscheidend ist. Ich habe einen leichteren Austausch durch den Austausch einzelner Bodenfliesen. Ich kann den Rückbau einfacher gestalten, die Recyclingmöglichkeiten einfacher gestalten. Und so kann ich bereits während der Planung auch Einfluss nehmen darauf, wie schad- und risikobelastet die Raumluft sein könnte. Anderes Beispiel sind Grundierungen, Farben und Lacke. Bei der Verarbeitung von diesen Produkten entstehen Ausgasungen, flüchtige organische Verbindungen, VOCs, und die können zu Reizungen führen, jeder wird das kennen, zu Kopfschmerzen, zu Schwindelgefühlen oder langfristig zu Schäden an Leber, Niere und Nerven. Deshalb sollten zum Beispiel nur Möbel verwendet werden oder auch Lacke mit einem Ökosiegel, dass ich diese Stoffe eben gar nicht in diesem Produkt enthalten habe. Das heißt, man muss sich auch während der Planung schon mit konkreten Stoffen beschäftigen und nicht nur nachher die endgültigen Eigenschaften im Blick haben, sondern auch die Inhaltsstoffe dieser Produkte. Dafür gibt es zum Beispiel dieses Gefahrstoffinformationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft. Die Internetquelle ist gisbau, also gisbau.de. Und da kann man verschiedene GIS-Codes eingeben, die wiederum auf den Produkten enthalten sind, und kann dann sehen,
die Gefährdungsbeurteilung dieser Stoffe oder dieser Produkte letzten Endes. Sie sehen jetzt hier so einen Ausschnitt aus so einem GIS-Code-Produkt. Die nächste, ja, im Bau letzten Endes, nächste Phase ist dann auch der Einbau dieses Produktes und da spielt auch die Einbautechnik maßgeblich eine Rolle bei der Verursachung von Emissionen. Also vorteilhaft sind die Maßnahmen, die Sie hier sehen, also mechanische Befestigung, Verspannen, Klemmen, Fixieren statt Kleben und so weiter. Alles das sind zentrale Verarbeitungsschritte, die eine Rolle spielen zur Senkung des Schadstoffgehalts in der Raumluft. Bei der Nutzung entstehen auch wiederum Schad- und Risikostoffe in der Nutzungsphase. Zum Beispiel Freisetzung gasförmiger Substanzen. Die meisten Stoffe haben einen solchen Dampfdruck. Wir sehen jetzt hier, was dabei entstehen kann. Die meisten Stoffe gasen aus und dabei können entstehen sehr flüchtige organische Verbindungen, die VVOCs, die flüchtigen organischen Verbindungen, die VOCs. Das hängt vom Siedebereich ab. Das erste Beispiel ist Formaldehyd, dann hier Benzol, Lösemittel oder die halbflüchtigen organischen Bestandteile und die nicht ausgasen, sondern Partikel von sich geben. Das wäre zum Beispiel Bitumen. Und wir werden gleich sehen, dass in der Luftqualitätsmessung der Anteil der VOCs das maßgebliche Kriterium sein wird. Was entsteht, bei welchem Produkt entsteht was? Auch hier eine Zusammenfassung einer Internetquelle. Wir sehen jetzt hier Bauprodukte, Bodenbeläge, Möbel, all das kann VOCs, SVOCs, Schwermetalle, Fasern und Partikel enthalten. Wir haben Verbrennungsprodukte, Kamine, Kerzen, Tabak, die auch anorganische Gase enthalten können. Wir haben Reinigungsmittel, die Außenluft kann alles enthalten. Der Mensch, die Ausdünstung des Menschen kann tatsächlich auch VOCs enthalten, Haustiere und so weiter. Also wir haben eine ganze Fülle, eine ganze Palette von Nutzungen im Gebäude, die diese Schad- und Risikostoffe abgeben können. Das Arbeitsschutzgesetz hilft mir da nur sehr begrenzt weiter, weil es zum Ziel hat, die Menschen zu schützen, die mit diesen Produkten arbeiten. Das heißt, wenn ich mit diesen Gefahrstoffen arbeite, regelt das Arbeitsschutzgesetz in dieser Richtlinie, die Sie hier sehen, den Umgang mit diesen Schad- und Risikostoffen. Als Nutzer ist das nicht geregelt. Ja, da gibt es ganz wenige Richtwerte. Sie finden einige Richtwerte für Privatwohnungen, öffentliche Gebäude, Büros, Verkehrsmittel. Die sind aber nicht umfassend gesetzlich geregelt, sondern es gibt wenige Richtorientierungswerte, Referenzwerte, auf die wir uns in der DGNB letzten Endes auch stützen. Und im Unterschied dazu gibt es die harten Grenzwerte, wenn ich mit diesen Stoffen tatsächlich arbeite. Sie sehen hier einen Auszug aus dem DGNB-Kriterium, was dann auch alles tatsächlich erfasst wird. Das heißt, ich habe eine ganze vielfältige, eine ganze Bandbreite an möglichen Quellen für eine Raumluftbelastung und es gilt in der Planungsphase eben, das schon weitestmöglich zu reduzieren. Das muss dann aber auch entsprechend ausgeschrieben, umgesetzt, gebauleitet und nachher kontrolliert werden. Die positiven Effekte sind klar, das müssen wir jetzt gar nicht groß rumtragen. Also stoffliche Aspekte ökologischer Bauprodukte enthalten besonders wenige umwelt- oder gesundheitsgefährdende Stoffe, keine oder nur geringe Emissionen, keine oder nur geringe Auswaschungen, keine oder nur geringe Mengen Biozide, keine halogenierten Treib- und Kältemittel und der ressourcenbezogene Aspekt, naja, den hatten wir im Prinzip auch in den letzten Modulen schon, der kommt auch immer wieder, also geringerer Verbrauch von Energie und Ressourcen von Rohstoffen, geringe prozessbedingte Emissionen bei der Herstellung und geringsten Umwelteinfluss im Laufe des Lebenszyklus. Ja, Materialauswahl nicht nur beim Bauen, sondern auch in der Möblierung ist entscheidend. Das heißt, ich kann den besten Raum bauen, wenn Sie schlechte Möbel reinstellen, dann kann ich die ganze Innenraumluftqualität auch dadurch umstoßen.
Das Hauptkriterium zur Sicherstellung ist auch das, was Ihre nächste Prüfungsleistung ausmacht. Das ist nämlich die Messung, die Bewertung, die Steuerung der Innenraumluftqualität. Das ist ein sogenanntes K.O.-Kriterium, ein Ausschlusskriterium. Das heißt, wenn Sie da nicht die entsprechende Mindestpunktzahl bekommen, das heißt, wenn Sie einen TVOC-Anteil haben von größer 3000 Mikrogramm pro Kubikmeter Raumluft oder entsprechenden Formaldehydgehalt, wird das komplette Gebäude nicht zertifiziert. Und das können Sie leicht in Anführungsstrichen schaffen, wenn Sie die falschen Möbel zum Beispiel verwenden oder die falschen Lacke, die falschen Kleber. Das heißt, das ist ein Riesenthema für die Bauleitung. Und der Zeitpunkt dieser Messung ist nämlich auch exakt festgelegt. Sie können also nicht beliebig lange warten, bis Sie diese Messung durchführen, sondern das ist in dem Kriterium, und das müssen Sie rausarbeiten, entsprechend auch genannt. Weitere Kriterien, die das Thema bewerten, sind hier dargestellt. Das Thema Raumluftqualität, Schad- und Risikostoffe. Aber das Hauptkriterium hatten wir schon angesprochen. Die nächste Lebenszyklusphase ist die Instandhaltung des Ganzen. Das heißt, da kommen dann solche Aspekte wie Reinigungsmittel natürlich zum Vorschein. Auch da muss ich das durchziehen. Also wenn ich eine gute Innenraumluftqualität erhalten möchte, muss ich entsprechend geeignete Reinigungsmittel verwenden. Sanierungsfall, auch das ist ein wichtiger Aspekt. Wir bauen nicht nur neue Gebäude, sondern arbeiten auch mit Bestandsimmobilien. Und Sie sehen hier so die Klassiker der Schadstoffe im Bereich Sanierung, Asbest und so weiter, PCB, PCP, Lindan, DDT, Teer- und pechhaltige Baustoffe. All das kann vorkommen. Sie sehen hier so eine Orientierung, wann das verboten wurde. Also Gebäude, die vorher gebaut wurden, können durchaus diese Schad- und Risikostoffe enthalten. Weitere Möglichkeit ist ein Schaden. Im Falle eines Brandes werden natürlich auch Schadstoffe freigesetzt. Insofern kann ich auch das schon in der Planung, naja, nicht vorhersehen, aber steuern, dass im Havarie, im Schadensfall auch möglichst wenige Schadstoffe freigesetzt werden. Wir haben dabei ein sehr hohes Risiko, tatsächlich enorme Konzentrationen feststellen zu dürfen, zu können, zu müssen in diesen Brandgasen. Weshalb ein guter Brandschutz und eine Abführung vor allem dieser Rauchgase besonders wichtig ist. Also auch das spielt mit rein. Und schließlich das geordnete Ende des Lebenszyklus eines Gebäudes, auch das ist wichtig. Der Umgang mit Schadstoffen im Falle eines Rückbaus, eines Recyclingprozesses, wie zum Beispiel Blei, ja, aus PCB-Stabilisatoren, also versteckte Bleiquellen letzten Endes, oder Altholz mit entsprechenden Holzschutzmitteln. All das ist wichtig, wenn man mit dem Rückbau zu tun hat. In der Praxis ist für uns daher wichtig, oder für Sie, die ein Gebäude vielleicht zertifizieren wollen, dass ich eine gute Datengrundlage habe, und ein gutes Mittel dafür sind eben, ja, ordentliche Zertifikate. Die Hersteller stellen dabei Sicherheitsdatenblätter zur Verfügung. Ich habe technische Informationen und ganz besonders wichtig Umweltproduktdeklarationen, Herstellererklärungen zu den Inhaltsstoffen und Rezepturbestandteilen. All das ist wichtig, wenn ich das Risiko für die lokale Umwelt, also für die Innenraumluft, auch planbar gestalten möchte. Und Sie finden dabei auf der Homepage, und das stelle ich Ihnen auch zur Verfügung, eine Übersicht von allen anerkannten Produktlabeln durch die DGNB. Sie sehen hier einige Label davon, es gibt aber auch noch mehr dazu. Dann diese Datenbank von Schad- und Risikostoffen als weitere Quelle, vorher Produkte auszuwählen, die geeignet sind, oder Produkte zu bewerten, die später ins Spiel kommen, vielleicht als Sondervorschlag, als Alternativvorschlag eines GUs zum Beispiel. Kann man auch auf diese Datenbanken letzten Endes zurückgreifen. Welche Kriterien sind jetzt da wichtig? Da hatten wir schon drüber gesprochen. Also besonders wichtig die beiden Kriterien Risiken für die lokale Umwelt
und auch Innenraumluftqualität. Innenraumluftqualität ist ein K.O.-Kriterium, das heißt, das ist ganz wichtig, ein ganz wichtiges Kriterium, und dass ich das auch zielgerichtet erreiche, da spielt dann das Kriterium ENV 1.2 eine wichtige Rolle. Ökobilanz wird unser nächstes Thema sein. Ökologische Qualität ist sehr wichtig, wenn es um Schad- und Risikostoffe geht. Das heißt, wir gucken uns logischerweise als nächstes das ganze Thema auch der Lebenszyklusbetrachtung an von Produkten und Konstruktionen. Kriterium Risiko für die lokale Umwelt ist hier dargestellt. Da werden wir dieses Semester nicht verstärkt drauf eingehen. Es ist bei der tatsächlichen Planung nachher ein sehr wichtiges und sehr arbeitsreiches Kriterium. Ich muss einen Materialkataster erstellen der verwendeten Baustoffe oder zu verwendenden Baustoffe. Und ganz wichtig ist der Punkt, der hier markiert ist, dass vor dem Einbau eines Produktes später die Produktfreigabe erfolgen muss. Und das muss verankert werden in der Ausschreibung, damit nachher sich ein GU nicht querstellen kann und irgendwelche Produkte der Subunternehmer verwendet, sondern ich muss es letzten Endes steuern, angefangen in Leistungsphase 2 bei der Konzeption über die Ausschreibung und Vergabe bis nachher zur Baustellenüberwachung. Welche Stoffgruppen werden berücksichtigt? Auch das hatten wir gerade eben schon mal. Und wo kommt das vor? Eine ganze Bandbreite muss ich mir da anschauen, also Kältemittel, Montageschäume, Lacke, Metalleinbau, Metalleindeckungen und so weiter und so fort. Und auch im Innenausbau ganz wichtig, da auf entsprechende Farben, Lacke, Kleber und so weiter zu achten. Sehen hier weiter, wo entsprechende Stoffgruppen vorkommen und welche Konstruktionen das Ganze betrifft, auch letzten Endes. Erfasst wird das Ganze in einer Kriterienmatrix, einer Stoffgruppenmatrix. Das ist ein sehr arbeitsreiches Kriterium. Wir werden es dieses Semester nicht durchführen, nicht handhaben. Das ist vergleichbar vom Aufwand, vor allem später in der Ausführungsphase, durchaus mit der Ökobilanzierung, die Sie ja später auch machen werden. Eine farbliche Markierung weist darauf hin, ob das wo das zu beachten ist, ob das bau- und oder werkseitig zu beachten ist. Ein sehr gutes Instrument, um das nachher auch zu steuern, diese Kriterienmatrix, die von der DGNB bereitgestellt wird. Wir werden jetzt nicht vertieft darauf eingehen, wie das Ganze sich aufbaut. Ich zeige Ihnen das nun mal hier im Schnelldurchgang. So baut sich das Ganze auf und muss dann auch planungsbegleitend gefüttert werden und muss dann sich, wie gesagt, ganz wichtig, deswegen sage ich so oft, in der Ausschreibung und in der Vergabe verankert werden, rechtlich, dass ich es nachher auch überprüfen kann. Für Quartiere gibt es sowas Ähnliches. Wir gehen auch darauf nicht vertieft ein, weil wir über Gebäude sprechen und kommen dann jetzt schon zur Zusammenfassung. Also was sollten Sie wissen? Nach diesem kleinen Video. Das sehen Sie hier. Daran orientieren sich auch die Fragen bei Ihrer möglicherweise Prüfung. Ich versuche auch ein Quiz zusammenzustellen, dass Sie das selber überprüfen können. Weitere Quellen finden Sie im Skript. Wir hatten in der Präsentation einige Internetquellen gesehen. Und wichtig ist, es kommt zwar so klein rüber, dieses Kriterium Schad- und Risikostoffe, und klingt so harmlos, Risiko für die lokale Umwelt, aber es ist ein ganz wichtiger Baustein bei der Planung eines nachhaltigen Gebäudes. Damit wären wir durch in diesem Kapitel M8 mit den Schad- und Risikostoffen, und als nächstes geht es in das Hauptthema unseres Moduls, das heißt die lebenszyklusorientierte Planung eines Gebäudes. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.